Die haben hier echt weniger Probleme als ich. Also der Wagen ist ein bisschen zickig leider. Ein bisschen schade. Ah, mein Auge. Irgendwas habe ich gerade ins Auge bekommen. Oh. Ja, so jetzt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 7 auf dem PC. Folge 74 dürfte das sein. Und wir starten eine nächste Saison, und zwar Luxus-Sportwagen. Und wir haben eine richtig geile Forza Edition, und zwar den Maserati Gran Turismo S Forza Edition. Der sieht einfach nur geil aus, ganz ehrlich. Das erste Rennen ist Road America, Gesamtstrecke alternativ 6,6 Kilometer, 2 Rounders. Ich würde sagen, Freunde, ganz viel Spaß weiterhin bei diesem wunderschönen, kleinen, aber feinen Let's Play. Und ich würde sagen, wir legen los. Auf ganz entspannter Basis, natürlich. Ne? Ha, jeder ist herzlich eingeladen. Jeder kann einen Beitrag hierzu leisten. Wie auch immer. Zuschauen ist ja schon mal eine gute Sache. Bin aber auch sehr dankbar für jeden Kommentar, ne? Also. Digga, mit Breitbau. Oh, oh, oh. Digga, wie der brüllt. Und wie der Spoiler rumwackelt. Ja. Boah, da hat er dann doch ein bisschen Heckantrieb, ne? Merkt man. Ja, typisches Oldschool Maserati-Look. Ne? So. Das sieht aber eigentlich ganz geil aus, muss man sagen. Ich muss mich noch gewöhnen. Ja, der ist halt ein bisschen schneller, ne? Da muss man ein bisschen früher bremsen noch. Das sind nur zwei Runden, das ist noch nicht so stark jetzt. Fährt nicht so geil. Schade. Noch kommen wir nicht so gut mit klar. Vielleicht kommt es noch. Wir probieren es. Jetzt müssen wir erstmal gucken, die Dinger hier noch zu holen. Die ganzen Gegner. Fünfter Platz wäre echt schon mau. Okay, das war's schon mit einer Runde. Wir sind jetzt Vierter. Muss noch mehr gehen. Auf eine erfolgreiche zweite Runde, Mensch. Ja, da geht ein Bremser, na klar. Boah, er wird aber schnell auch, ne? Ja, da war deutlich. Nee. Treppchen haben wir schon. Wir wollen natürlich noch mehr. Aber irgendwie die Kurvenlage gefällt mir nicht so ganz gut, ne? Ich
Bin jetzt natürlich auch wieder nur gute Sachen gewöhnt von den letzten Saisons. Das ist das Problem. Wenn sich Bums hat, ist er natürlich da, ne? Ein Maserati vorne. Interessant, ne? Hm. 40 Meter. Hammer. Und jetzt den Sieg noch behalten. Muss man jetzt schon bremsen, ne? Ja, guck mal, einfach nur ein bisschen früher, ein bisschen mehr Geduld in den Kurven und dann kann man auch wieder aufs Gas latschen. Und der marschiert wirklich gut nach vorne, das muss man schon mal so sagen. Gerade nochmal in dieser geilen Version hier, muss man schon einfach, es ist einfach echt schön auch nur vom Ansehen her, ne? Und der Sound ist ein bisschen, naja, also klingt für mich ein bisschen hallig, habe ich den Eindruck, aber V12 soll es ja sein. Die sind ja auch meistens nicht ganz so hellhörig. Aber Power haben sie alle mal. Direkt vom Ziel ist ja ein Desaster, wenn ich jetzt hier mit Speed nicht so gut dran bin. So, dann noch mal ein bisschen weiter weg, aber mit über 210 im Ziel. Nice. Damit der erste Sieg auch mal wieder für diese Saison. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten Rennen. So, der Tricky Trey 14. Das scheint der größte Rivale jetzt erstmal für diese Saison zu sein. Den müssen wir schlagen. Hm. Na gut. Das machen wir natürlich. Jawohl. Dann kriegen wir in dieser Folge auch vielleicht schon wieder die neue Karre. Was haben wir da? Ja. Dubai Gesamtstrecke rückwärts zweimal auch noch das Ganze. Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen schärfer. Springen sind lang. Haben nur zwei Runden, ne? Die passen schon irgendwie an, ne? Ah. So, jetzt mal gucken. Und los geht's, würde ich sagen. Kann nicht lange rumtrödeln, sondern fahren. Fahren, 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 fahren. Immer weiter fahren. Hat er gerade zwei Gänge hochgeschaltet, der Sack? Was für eine Nase. Was los, Tricky Trey? Nicht erster. Jetzt schon? Ist das schlapp heute. Ja. Block mich halt. Warum juckt immer alles? Hey.
Übertreib's doch nicht. Aber schön, dass es nur bei mir macht und nicht bei den anderen. Wir haben hier echt weniger Probleme als ich. Also der Wagen ist ein bisschen zickig leider. Ein bisschen schade. Ah, mein Auge. Irgendwas habe ich gerade ins Auge bekommen. Oh. Ja, so jetzt. Das ist schon heftig jetzt, dass der wieder Erster ist und vorbeizieht. Ja, der schafft es auch locker nicht. Ah, jetzt wird es schwer, wieder ranzukommen. Ne? Er kommt nicht mal so um die Kurve. Ne? Also hier war er schwach. Hier bleibt er schwach. Komisch. Dann müssen wir noch diese ganzen Hügel da schaffen. Treib doch nicht, Heli. Bisschen schneller sind wir immerhin. Ah, wäre zu schön gewesen, aber hat er sich leider nicht, na, mach ich nicht. Den Drift müssen wir schon vorher abbrechen, glaube ich. Oder gar nicht erst anfangen, so geht es natürlich auch. Ja. Guck mal, ich kann hier nicht schneller rum und die lachen mich hier aus. Die bauen mich doch glatt aus mit den Dingern, obwohl sie nicht mal einen Spoiler haben. Ach, nee. Also für solche Strecken ist das sicherlich nicht der Beste. Optisch natürlich dann doch schon wieder ein bisschen mehr. Aber was soll's. So, sind wir im Ziel. Na, super. Bisschen holprig, aber hat schon ein bisschen geklappt, ne? Das ist ganz nett. Oh,
auch der Maserati. Zweiter, ne? Ist genau dasselbe Modell. Erste Runde haben wir doch auch glatt mal ausgefahren. Also muss er doch laufen, ne? Das dritte Rennen für heute, das wird sein. Na, werden wir gleich sehen. Muss erstmal hier ein bisschen kassieren. Ah! Aber das Auto kriegen wir heute trotzdem noch. Berner Alpen, die Festivalstrecke 3 Rounders. Highspeed-Kurven vielleicht ein bisschen besser. Weil er leider die Kurve ja immer ein bisschen langsamer durchfahren muss. Und bei Highspeed-Kurven könnte das ein Nachteil sein. Lassen wir uns mal überraschen, wie er mit klarkommt. Gute Maserati hier. Und dann schauen wir mal weiter. Gott, verkackt den Start. Kommt doch wirklich kein Karma schneller durch. Ja. Da fahren die mir gerade davon? Wir haben 3 Runden noch, alles easy. Will mir trotzdem nicht, dass sie mir jetzt hier zu krass abhauen, ne? Das geht echt gar nicht jetzt. Macht wirklich Spaß, ihn anzuschauen, aber er hat wirklich ein Performance-Problem, würde ich sagen. Ich habe ja gar keine Chance. Die Kurven nicht, auf Geraden haben wir gerade gesehen, offenbar auch nicht. Okay, jetzt müssen wir den Speed aber auch. Das ist diese Kurve. Ich kann den Speed nicht behalten. Ich überhole den Ferrari und muss dann wieder runter. Ja, genau im Drehzahlbegrenzer, na klar. Worst Case Szenario, ja. Ja. Schieb mir das Hütchen noch hier vor die Nase, ist klar. Immer noch Dritter. Ah.
Ah, dieser Tricky Trader. Den würde ich auch gerne vor mir lassen. Kann nicht sein, dass er mit seinem Stock-Ding eine modifizierte Variante seines eigenen Autos schlägt. Alter, was ist denn das wieder für eine Ingenieurskunst, was sie hier wieder zusammengekleistet haben, dass der Lama ist. Gut, kann ja sein, dass er einfach für was anderes ausgelegt wurde, aber ich brauche ihn jetzt halt dafür. Ja, hier mit deinem scheiß Driften kannst du mich doch nicht einfach absetzen. Mich vorbei. Ja, der untersteuert so krass, obwohl er nur Heckantrieb hat, ne? Dadurch übersteuert er aber auch leicht. Also Handling ist leider nicht so. Nicht so. Du kommst jetzt auch her. Ja, das war schon ganz geil eigentlich. Komm, 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 nein. Meine letzte Chance jetzt hier. In dieser Kurve muss es passieren. Jawohl. Jetzt nur noch kampfhaft halten. Wir waren ja schon mal vor denen. Ja, gibt's ja echt nicht. Ganz mies. Ah, so können wir aber Fullspeed wenigstens hier rein. Warum kämpfen sie sich noch mit letzter Kraft hier ins Ziel? Zack. Schönen Seitenslider hier ins Ziel rein. So muss er doch laufen. War vorhin super, lief toll. Bisschen Schwierigkeit mit dem Wagen leider noch. Vielleicht wird es ja in den nächsten drei Rennen besser. Ja, das werden wir mal rausfinden zusammen. Dann werden wir gucken, ob wir da nochmal ein paar schöne konfliktfreie Rennchen hinkriegen. In diesem Sinne, Freunde, bedanke ich mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Warte mal, das Auto wollen wir noch mitnehmen, ne? Das kriegen wir doch noch. Das Autoschen kriegen wir doch noch. Das werde ich noch mitnehmen. Jawohl. Kaufe ich. Gibt so eine Menge Punkte für. Oh nein, er lädt jetzt schon. Ich wollte es noch nicht. Ah, nein. Aber die nächste Strecke ist schon mal der Indianapolis Motor Speedway in der Grand Prix-Strecke alternativ. Kann interessant werden. Im nächsten Folge geht's ja weiter, Freunde. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.